Ich bin Wolf-Dieter Storl. Ich bin Völkerkundler, Ethnologe und vor allem Ethnobotaniker. Mich interessieren vor allem die Pflanzen. Wir leben hier ziemlich abgelegen. Im Sommer bin ich da unterwegs. Unter anderem mache ich einen Garten, Selbstversorgergarten. Der bringt mich wieder in Kontakt mit der Erde und ich gehe in den Wald. Ich säge keine Bäume um, aber wo die Waldarbeiter Bäume umgesägt haben, da hole ich mir das Abfallholz und wir heizen und kochen mit dem Holz. Das hält einen physisch auf der Erde, denn wenn die Menschen nur geistig arbeiten, nur in den Büchern sich verkriechen, dann können die Ideen so abstrakt werden. Ich mag Leute, die mit den Händen arbeiten, ich mag Handwerker zum Beispiel oder Mechaniker, denn da, die werden immer korrigiert von der Materie selber. Ich habe auch lange als Dachdecker gearbeitet, als ich mein Studium hatte, habe ich im Sommer Dächer mitgedeckt. Da musste man richtig präzise sein und wenn man hier abstrakt war, ja, da waren die Nägel krumm oder der Daumen platt, also das will man nicht. Deswegen ist es immer gut für die Intellektuellen, mal raus, aufs Land, in den Garten, mal echt den Körper wieder spüren. Das ist was anderes als nur im Fitnessstudio, ja. Ja, und das mache ich dann im Sommer und dann halte ich auch Vorträge. Und ja, Vorträge, klar, aber am liebsten Kräuterwanderungen, wo ich die Zuhörer, die Teilnehmer verbinde mit den Pflanzen selber. Also das und nicht nur, ja, das ist ein, wie heißt die Pflanze? Das ist ein Löwenzahn. Ach so, ja, interessant. Und was ist das Nächste? Nein, anhalten, auf die Knie, auf die Erde. Mal schnuppern, wie gut die Blüten riechen. Honigduft. Man kriegt dann auch eine gelbe Nase dazu. Und dann Blattkosten, bittere Blatt und die Pflanze mit allen Sinnen. Nicht nur objektiv, nicht nur mit dem Sehsinn, sondern mit dem Riechen, dem Kosten, dem Fühlen. Jedes Blatt fühlt sich anders an. Sozusagen hineinkriechen in die Pflanze und sie von innen her kennenlernen. Dann kommt man sogar in Kontakt mit dem Wesen der Pflanze, nicht nur mit der Körperlichkeit der Pflanze, sondern die Pflanzen haben auch nicht nur einen Energiekörper, sondern, das fängt man an langsam zu wissen, fortschrittliche Wissenschaftler kommen drauf, was die Schamanen und so schon immer gewusst haben, kommen drauf, dass auch die Pflanzen eine etwas Seele oder Geist haben. Damit kann sich unser Geist, unsere Seele verbinden. Das kann man nicht machen, wenn man nur die Pflanze als Gegenstand, als Objekt, das Wort Objekt heißt ja, da hinausgeworfen, Gegenstand, steht einem entgegen. Das schamanische Wissen, auch bei der Pflanzenkunde, ist, dass man eins wird, hineingeht, sich hinein verzaubert, wenn man in das Phänomen hineinverzaubert. Wenn man sich in ein Phänomen hineinverzaubert und man bleibt drin, ja, dann ist man irre oder kommt man in die Klapse, das ist klar. Die Kunst des Schamanischen ist wieder herauszukommen und dieses Erleben gehabt zu haben. Wissen ist Erleben, ist nicht hier einfach nur Ideen und Messen und Wiegen, sondern es ist Erleben und Spüren mit allen Sinnen. Deswegen heißt es ja im Englischen, it makes sense, es muss Sinn machen. Gell? Die Sachen wir müssen unsere Sinne engagieren. Also das mache ich dann im Sommer und im Winter, da komme ich ganz anders in den Fluss, also Floh. Weil Floh, denke ich, ein Floh im Ohr oder so, oder was meine Hunde manchmal mitbringen. Aber nee, im Fluss sein sollte man sowieso als Mensch. Im Fluss, deswegen sind wir da. Wir sind im Sein und wir fließen mit. Und das Dasein ist ein Abenteuer für uns alle, ein Abenteuer. So soll es sein. Und im Winter, na klar, da ist Schnee, da schippe ich ein bisschen Schnee, aber da sind wir oft eingeschneit. Manchmal längere Zeit, diesmal einen ganzen Monat saßen wir hier im tiefen Schnee. Zum Dreikönigstag
schneite es einen ganzen Meter. Da war es aus mit runter ins Tal fahren oder so. Und dann auf einmal ging der Strom aus. Und ich schreibe ja am Computer im Winter. Ging der Strom aus. Ah, was macht man da? Ja, da war in dem tiefen Schnee waren mehrere Fichten und andere Buchen über die Leitung gefallen. Die Elektriker kamen gar nicht nach. 14 Tage ohne Schnee. Ja, da musste man in einen anderen Flow wechseln, in einen anderen Fluss wechseln. Also nicht hier diesen Schreibwahn, wo man da hier Inspirationen kriegt. Anhalten, das war ein Geschenk der Natur. Das war eigentlich ein Riesengeschenk. Kein Strom. Was macht man da? Oh, da holt man sich die Kerzen raus und auf einmal ist alles so still. Die Spannung, die Elektrizität macht, die war weg. Da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Hey, aber so haben wir ja seit Jahrmillionen gelebt. Da findet man sich auch besser. Und das ganz still und dann Kerzenlicht. Ja, was haben wir da gemacht? Ja, da habe ich die Mundharmonika rausgeholt und meine Frau die Flöte. Und da haben wir ein paar Volkslieder, alte Lieder, die keinen Sinn machen in der elektronischen Zeit. Im Zeitalter der Elektronik. Da braucht man, um diese Energien, die Elektrizität freisetzt, zu bewältigen. Das ist ja oft, was Tanzen ist. Und auf einmal war das weg und auf einmal waren die alten Waldlieder und Wanderlieder, machten auf einmal wieder Sinn und Freude. Das war nicht wie so, ja, machen wir mal heute einen Volksliederabend und dann so steif wie im Museum. Das ist so nicht, das war richtig schön. Und draußen schneite es weiter und dann nach einer Weile wurde man müde und ging dann so 8:30 spätestens ins Bett. Und man kam dann in einen Rhythmus mit der Natur. Solche Erlebnisse sind Geschenke, denn da versteht man, wie die Vorfahren lebten. Und zwar bis in die Steinzeit hinein. Da hat man vielleicht am flackernden Feuer gesessen und Sachen erzählt und dann wurde man müde und ist eingeschlafen. Und das konnten wir da wieder erleben. Und dann, ja, was macht man denn? Keine Wasserpumpe. Wir kriegen das Wasser aus dem Berg, aber das wird mit einer Pumpe dann in so ein Reservoir gepumpt. Und kein Wasser. Ja, dann muss man eben Schnee tauen auf dem Holzherd. Und wir merkten, oh, der Kaffee schmeckt ja viel besser. Oh, Schneewasser, das ist ja was ganz Tolles, eine Spezialität. Hey, die Götter haben uns beschenkt. Was für eine Auszeit. Wunderbar. Und ja, und natürlich Toiletten spülten auch nicht. Und ja, was macht man denn da? Rausgehen im tiefen Schnee geht auch nicht. Auch Schnee in großen Eimern tauen und zack, gespült. Und waschen. Ja, kann man vergessen, die Leute waschen ja sowieso zu viel. Wie mein alter Gärtnerlehrer sagte, der alte John Beck, noch in Amerika, der sagte, ja, washing, too much washing oder duschen, das macht die Knochen weich. Und ein anderer Lehrer, der Arthur Hermes, sagte, ja, er hat 30 Jahre, hat er nicht gebadet und so. Und ich dachte, 30 Jahre nicht. Aber er hat nicht gestunken, er roch so naturmäßig, also nach Feuer. Der lebte ganz natürlich und er sagte, wenn die Gedanken und der Geist klar ist, dann reinigt sich der Körper ganz automatisch. Und wenn man hohe Gedanken hat, ganz, ganz hohe geistige Gedanken, dann kommt sogar ein sehr guter Duft vom Körper. Er kannte eine sogenannte Heilige. Caroline von Heidebrand hat er sie genannt. Ich weiß nicht, wer die war. Er sagte, die roch nach Rosen. Die hatte einen Rosenduft um sich, weil ihre Meditation und so hoch war. Na klar, wenn man nicht so hoch ist, dann muss man halt jeden Tag duschen. Oder wenn man ein Indien-Freund und Freak ist, dann gehört auch das tägliche Baden und Duschen dazu. Aber nicht, wenn man im tiefen Winter da irgendwo hier in der Bude sitzt. Was macht man da? Geht man raus, nimmt Schnee und wow, oh, das ist belebend und erfrischend.
Ja, und da haben wir sich so dran gewöhnt. Eigentlich hätte ich ein Buch schreiben sollen. Ich mache nie gerne Termindruck, aber diesmal habe ich mich dazu überreden lassen auf einen Termin. Sonst schreibe ich einfach meine Manuskripte und gebe es den Verlagen und die freuen sich, wenn sie es kriegen. Diesmal hatte ich Termindruck. Ah, und kein Strom, kein Computer. Was macht man da? Na, nach einer Weile war das so gut. Ich war so richtig, wir waren so, man kann fast sagen, enttäuscht. Als dann plötzlich, das war wie so, wie im elektrischen Stuhl sitzen. So. Und dann waren wir wieder drin. Naja, so, und jetzt will ich mal etwas vom Flow, also nicht den auf meinem Hund, sondern vom Fluss reden. Im Winter, ich persönlich komme ich in den Fluss, und das ist, sind die Gedanken, die fließenden Gedanken. Es ist immer unsere Umgebung, unsere Umwelt, die einen die Inspirationen zukommen lässt. Die meisten Leute leben jetzt heute in der Stadt. Die Inspirationen, die kommen von der Energie der Stadt. Also wenn man auf dem Land wohnt oder wie wir so abgelegen, kommt man in die Stadt rein. Das ist wie, man spürt die Energien von den Zementwänden, so wie Echos. Also ich kann auch verstehen, warum die Leute sich heutzutage in so in Zement, Glas und Plastik einigeln oder um die diese starken Schwingungen, die eine Stadt hat, ein bisschen wenigstens teilweise abzuhalten. Hier ist ein Haus, das ist Holz. Da gehen die Naturschwingungen durch. Ist ganz anders, als wenn man innerhalb von Zementgebäuden lebt. Da gehen die Naturschwingungen sehr gut durch. Eine Weile hatten wir auch uns, als wir hier hochkamen, die ersten 4-5 Jahre, da haben wir auf Stroh geschlafen. Da haben wir noch keine Betten hier hochschleppen können, weil wir kein Auto und so hatten. Und auch kein Moos. Und da haben wir auf Stroh geschlafen und da kam ein Freund und sagt, ja, hier im Allgäu heißt es, wer auf dem Stroh schläft, zu dem kommt der Teufel. Und das ist nicht der Teufel der Theologie, nicht der böse Satan, der Gegenspieler Gottes in einem schizophrenen Universum, wo es Gott und Satan gibt, sondern der Teufel hieß ganz traditionell, waren einfach die Waldgeister. Das waren die, so, die da herumspringen im Wald, die kleinen Verhärmten mit Hörnern wie Panziegenhörnern oder wie der große Kernunos, der keltische Gott, mit Hirschgeweih. Oder das sind so die kleinen Waldgeister, mit denen man entweder befreundet ist oder die wahnsinnig Schabernack treiben können. Und wenn die sagen, zu dem kommt der Teufel, das heißt nicht, dass irgendein böser Satan der Theologie zu einem kommt, sondern man ist offen für die Naturgeister und die Zwerge und die schönen Elfen. Und alle denken, oh, Elfen sind so schön. Ja, die sind schön, also für hellsichtige Leute, die sie wahrnehmen können, die sind wunderschön, die Elf, oh, sind die schön. Aber das wissen die heutigen Menschen nicht, die das Ganze so romantisieren. Die Elfen können auch sehr gefährlich sein. Die Elfen können neidisch sein. Früher hat man Angst gehabt, dass die Elfen, wenn ein schönes Kind ist, die Kinder klauen würden. Die Hebamme hat das kleine Kindlein dann genommen und hat immer etwas Haar abgeschnitten und sagt, hier, das ist für euch aller Andersweltlichen, für euch Hollen, Hollen heißt die Verhüllten, damit die nicht, oh, die kommen die Elfen, oh, ist das ein schönes Kind, wir nehmen es in unser Elfenland. Und das wollte man ja nicht. Oder die Elfen, die wirklich schön aussehen. Also wenn ihr mal Elfen gesehen habt, weiß ich nicht, vielleicht seid ihr zu angeschlagen oder verdorben von der modernen Gesellschaft. Und wenn ihr Elfen seht, oh, sind die schön. Da gibt es Männer, die verlieben sich in Elfenfrauen und so weiter. Schamanen, höre ich, in Sibirien heiraten Elfenfrauen. Das ist immer ein bisschen gefährlich. Und eine schöne Frau, eine echte schöne Frau hier, also Menschenfrau, wenn die zu schön ist, die hat oft kein langes Leben. Deswegen haben sich die Frauen
so Male rangepinselt, damit es die Augen ablenkt. Gell? Und die Elfen mögen Musik. Die mögen Musik und die tanzen gerne. Und so im Zwielicht kann man sie manchmal auf der Sommerwiese kann man sie tanzen sehen. Das heißt nicht mit dem normalen Bewusstsein. Ich sage auch nicht, da muss man bekifft sein oder besoffen, sondern wenn man in diesem Zwischenraum ist. Man hat den ganzen Tag gearbeitet, man ist müde, man bereitet sich auf den Abend vor und da gibt es eben Geschichten. Kommt so ein Irisch, gibt es überall diese Geschichten, eine irische Geschichte. Ah, kommt der alte Ire aus dem Wirtshaus und geht nach Hause und da hört er wunderbare Musik. Elfenmusik im Busch. Hört er wunderbare Musik und lauscht. Und auf einmal öffnet sich der Schleier und da sieht er tanzen. Und eine Elfin sagt, komm, 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 Gianni, komm, tanz mit mir. Und sagt, ich kann nicht. Isabel wouldn't approve of it. So will er weitergehen. Sagt, komm, kannst du eine Runde drehen? Ja, naja, gut, eine Runde, das geht wohl noch. Geht da rein und tanzt eine Runde. Das ist auch eine Geste der Seele, ist dieses Wirbeln und tanzt eine Runde. So, jetzt muss ich aber nach Hause gehen. Geht er und alles ist so ein bisschen komisch. Und wo ist denn der Hofhund? Und er öffnet die Tür. Und Isabel, seine Frau, sagt, und ich sage, was ist denn mit dir los? Bist du verrückt geworden? Wir haben dich vor einem Jahr, bist du verschwunden. Wir haben schon die Totenfeier durchgeführt. Was geschehen war, er war in die Elfenwelt durch ein Zeitloch gefallen. Und da ist nämlich ganz andere Zeit als wie unsere irdische Zeit. Also es ist nicht einfach mit den Elfen. Besonders gute Sänger. Das haben mir meine Hillbilly-Freunde gesagt. Besonders gute Musiker und Sänger, die sterben jung. Und dann wurde aufgezählt, alle diese Hillbilly-Sänger und Country-Singers, die tatsächlich so um 26, 27, 28 gestorben sind. Die Erklärung für die Hillbillies ist, die haben so gute Musik gemacht, da haben die Elfen die geholt, die wollten die in ihrem Reich. Also das ist, und schon bei den alten Angelsachsen und den Kelten, da gab es eine Krankheit, die hieß Elfenkrankheit. Oder gibt es in Schweden, hat man das lange gekannt bis ins 19. Jahrhundert. Da war der Baldrian ein gutes Mittel gegen Elfenkrankheit. Und ein junges Paar, wenn sie heirateten, damit nicht die Elfen irgendeinen holen, da haben sie auch Baldrian mitgenommen. Und dann gab es schon in angelsächsischen Zeiten das Elfskot, das heißt der Elfenschuss. Und es gab Asaskot, das heißt der Götterschuss, der Schuss der Asen. Oder es gab der Hexenschuss. Und Hexen waren nicht emanzipierte Frauen mit gefärbten roten Haaren wie heutzutage, sondern Hexen waren Wesen, Zauberer, die es vermochten, die Seele abzulösen und auf Reisen zu schicken, und zwar nachts bewusst. Das machen wir ja alle. Wenn wir schlafen, wir gehen, die Seele geht auf Reisen. Aber wir verlieren das Bewusstsein. Die meisten von uns kriegen das nicht mit oder wir kriegen irgendwelche verworrene Träume zurück. Manchmal sind die Träume so sehr stark. Das sind dann Wahrträume. Das ist, wenn irgendetwas in der anderen Dimension oder wie man heute sagen würde, im Unterbewusstsein. Aber es ist die andere Dimension, die Anderswelt. Wenn eine Botschaft ganz wichtig ist, dann kommt so ein klarer Traum. Aber sonst sind die Träume verworren. Die Seele kommt zurück in den Körper. Und als allererstes, das haben die Griechen auch gesagt, überquert sie den Fluss ins Leben, also und kommt wieder in den Flow des Lebens hinein. Und nach der Reise in der Anderswelt ist sie meistens durstig und trinkt von dem Wasser. Und das ist
das Wasser des Vergessens. Deswegen erinnern wir uns einfach nicht an das, was wir in den anderen Dimensionen erlebt haben. So, ja, und das ist, das ist der Ausflug in diese Welten. Und das ist, was ich so im Winter mache. Ich sitze hier, ich komme kaum runter. Es ist lästig, wenn ich mal runtergehen muss. Sogar die Post holen. Manchmal liegt die 2 Wochen unten im Briefkasten. Das war manchmal ziemlich schlimm, weil es Eilbriefe waren. Heute macht man das mit E-Post. Also da geht es ein bisschen anders, aber... Und ich gehe dann diesen Gedanken nach und im Fluss sozusagen. Und man kommt, man kann den roten Faden nachgehen. Da ist es gefährlich, dass ich dann in dieser Welt bin und vergesse den Körper. Weil man ist da ganz drin und ich schreibe und dann auf einmal will ich aufstehen und oh, mein Gott, bin ja ganz eingerostet. Und da ist es dann gut, im Winter, ja, Holzhacken. Holzhacken, super. Und ich merke, wenn ich Holz hacke, klotz drauf. Und wenn ich zentriert bin in meiner Mitte, dann tschack, das geht gut. Wenn ich nicht zentriert bin, daneben oder da ist es fast lebensgefährlich. Und Holz sägen, da muss man wirklich bei der Sache sein, denn so ein kreisendes, rotierendes Sägeblatt ist nicht zu spaßen. Gell? Da ist man dann wieder in der wirklichen Welt oder am Morgen, wenn der Schnee wirklich noch gut gefroren ist und tief ist, Schneeschuhlaufen, auch eine herrliche Meditation. Da kann man nämlich laufen, wo man im Sommer nie läuft, wo da im Sommer da sind Hänge und da sind Brombeeren und so weiter. Ist jetzt alles zu mit Schnee, kann man laufen und ich habe da so Schneeschuhe, wo man so hochlaufen kann, runterlaufen kann und dann sieht man die Spuren. Jetzt sieht man die Spuren, jetzt weiß man, ach, warum die Hunde sonst immer herumlaufen, denn die riechen ja die Spuren. Für uns unsichtbar, die riechen das. Jetzt sieht man, aha, so, die laufen da entlang. Und dann sieht man kleine Hasenspuren, hoppidi, hoppidi, hopp. Und Fuchsspuren in der Nähe. Und dann sieht man, wie der Fuchs kommt an den Spuren. Und der kleine Hase tschick, macht da so einen Sprung zur Seite und Fuchs überschießt das. Ich liebe Hasen. Also es ist immer ein gutes Zeichen, wenn ich einen Feldhasen sehe, denke, ah, was für ein gutes Zeichen. Das ist ja ein Tier der Göttin Freya, der Naturgöttin. Und da gab es ja mal die so Cartoons Hoppi Hasenzahn und Girschl und Wolf. Genial, das ist eine hohe Philosophie in Zeichnungen. Also für mich besser als Disney und so. Und ich mag Hasen, aber diesen Winter, der Schnee war 1,5 bis 2 Meter, diesen Winter kamen die Hasen und haben meine jungen Apfelbäume entrindet, alles abgenagt. Und gerade gute Äpfel, und es ist schwierig hier auf dem Berg, auf dieser Höhe, gute Äpfel zu haben, angepasst für die Höhe. Und die, alles abgenagt. Und der Fuchs hat sie nicht erwischt. Im Sommer dann, wenn ich Besuch habe, dann zeige ich denen das Bäumchen und sage, schaut mal, da haben die Hasen gefressen. Spinnst, Hasen, 2 Meter hoch, haben da einen Baum gefressen. Hey, Mann. Nee, der Schnee war so tief, die haben tatsächlich da geknappert. Also und solche Sachen erlebt man dann beim Schneeschuhlaufen oder man sieht jetzt eher im Frühling, wie die Adler von den Alpen hereinschweben und ein Revier suchen, aber dann wieder verschwinden. Oder man sieht ganz vorsichtig, wie ein Hirsch sich bewegt. Und ich bin sehr dankbar für diese Erlebnisse. Und ich sehe so ein bisschen meine Aufgabe, den Menschen nicht diese Erlebnisse so sehr zu schildern, sondern der Geist, der dahinter steckt. Denn wir sitzen
fast die ganze Zeit in viereckigen Räumen, umgeben von Elektronik. Und dann am Abend entspannen wir uns. Ja, was machen wir? Ja, irgendwelche Videos reinziehen oder was man macht. Oder man geht zum Disco. Und da bin ich auch mal zum Disco gegangen. 5 Uhr am Morgen in München. Und war die Sensation. Also Disco-Oper, ja. auf jeden Fall, wir brauchen, und das ist meine Arbeit dieses Jahr, wir brauchen die Verbindung zu unseren Wurzeln. Und zwar, unsere Wurzeln sind der Wald. Und das ist das Buch, was ich jetzt schreibe. Der Wald. Wir sind Geschöpfe des Waldes. So heißt das. Soll das Buch heißen. Oder die Tiefe des Waldes. Wir sind Geschöpfe des Waldes. Das fing schon in der alten, im Paläozoikum, dem alten Erdzeitalter an, als wir als kleine Lorche in den Schachtelhalm fahren und sumpfigen Farnwäldern lebten. Da haben wir schon einige Dinge, die uns gemacht haben, entwickelt. Zum Beispiel die fünffingerige Hand. Deswegen sind ja Frösche und Lorche so niedlich. Eigentlich sehen wir uns, unsere Vorfahren, vor 500 oder 400 Millionen Jahren. Und dann sind wir im Laufe der Zeit durch die Dinosaurierzeit und so als kleine Säugetiere auch durch so eine Art Reptilienstadium gegangen und dann als vor, wann war das, 250 Millionen Jahren, ich weiß nicht mehr genau, da ist ja dieser Meteor im Yucatan eingeschlagen. Und das war so ein heftiger Einschlag, dass Staub und alles wirbelte. Das ist fast ein Jahr oder 2 Jahre, wurde die Sonne blockiert. Und dann der Schwefel und so weiter hat sauren Regen gemacht. Über 90% der Lebewesen sind abgestorben. Und wir haben das miterlebt. Als winzige, fast schon kleine Säugetiere, alle Dinosaurier sind ausgelöscht, außer einige, die es im Schlamm überlebt haben, auch verwandt mit den Dinosauriern, die Krokodile, Warane und so weiter und einige Vögel. Und dann, als sich das wieder nach mehreren 10, 20, 30 Millionen Jahren stabilisierte, da lebten wir als kleine Baumprimaten, so ein bisschen wie so Lemuren, so ungefähr so groß wie Eichhörnchen oder Mäuse. Aber wir hatten nicht Krallen wie Eichhörnchen oder Katzen, sondern wir hatten noch aus dem Lurchzeitalter Hände, die greifen konnten. Wir sind dann völlig geprägt worden zehn Millionen Jahre sind wir geprägt worden von dem Wald und von den Bäumen. Das liegt uns so in, auch dass wir nicht wie Pferde oder Hasen die Augen hier an der Seite haben, sodass wir einen guten Rundblick haben, sondern hier vorne, dass wir fokussieren können, genau Entfernungen abschätzen können und das Sehen mit den Händen koordinieren. So, dass wenn wir von einem Ast zum anderen springen wollten, wenn wir nicht gut koordinieren konnten, schieden wir aus dem genetischen Strom aus. Also wir wurden geprägt vom Wald. Auch, dass wir Farben sehen können, Farben. Das können die meisten Tiere nicht. Bienen und einige Insekten können Farben sehen, ein bisschen anders als wir. Aber sowas wie der Stier in der Arena, der sieht nie, dass das Tuch rot ist. Wir bilden uns nur ein, dass das Tuch ihn aufregt und anmacht, weil es die Farbe von Blut ist. Das macht eher uns aufgeregt. Er sieht nur das bewegte Tuch und will das und schießt drauf los. Also
Wir sehen Farben. Hunde können zum Beispiel keine Farben sehen oder kaum. Die können so ein bisschen ins Blaue hineinsehen, aber nicht wie wir. Und warum haben wir das Farbsehen entwickelt? Weil, wenn man da durch die Äste klettert, alles ist grün, verschiedene Schattierungen von Grün. Habt ihr schon mal gesehen, wie viel Grün es gibt? Also wenn es nur Grün gäbe, das wäre doch genug. Aber nein, wir sehen andere Farben. Und wenn es gelb ist, oh, das könnte ja ein Obst sein. Und wenn es rot ist, oh, eine reife Frucht. Das war auch zum Überleben, dass wir also unterscheiden können. Grün heißt alles gut, klar, nichts los. Und das haben wir noch bis ins Autofahren. Die grüne Welle, brrr, grün, dann gelb, ah, nochmal schnell Gas geben. Also wenn man verrückter ist oder sonst. Ach so, ja, ich trete mal lieber auf die Bremse, es könnte ja rot werden. Und ich kriege dann eine Buse. Und rot hält man an. Also das sind Prägungen, die im Wald geschehen sind. Überhaupt, dass wir aufrichtig sind. Denn das Klettern, das war weniger wie dann später bei unseren Verwandten, mit denen wir fast 98% der Gene teilen, den Schimpansen und Gorillas und so. Die blieben im Wald und die haben das Hangeln gelernt. Aber die frühen Primaten, die sind einfach geklettert. Und das war eine Voranpassung, eine Präadaption, nennt man das in der Biologie, zum aufrechten Gang. Und dann, als dann eine Klimakühlung stattfand im Erdmittelalter, im Miozän, also es wurde immer kühler und es fing an, die Pole fingen an zu vergletschern. Und was da passierte, ist, immer mehr Wasser wurde in Eismassen an den Polen gepackt und die Feuchtigkeit der Luft nahm ab. Und Wälder, tropische Wälder, wo unsere Primaten, Menschenaffen Vorfahren waren, die hatten nicht genug Feuchtigkeit, die schrumpften. Und da haben dann die großen Starken die Kleineren rausgejagt. Und wir waren die Kleineren. Wir wurden rausgejagt in die Savanne, in die Steppe. Und diese fühlten sich immer noch wohl, wenn Bäume in der Nähe waren. Deswegen haben wir bis zum heutigen Tag, lieben wir Parklandschaften, weil das ist da, dann, wo die Frühmenschen da waren. Da konnten sie noch schnell in die Bäume klettern oder haben noch über Nacht in den Bäumen geschlafen. Aber sonst sind sie gelaufen. Das war eine Auslese, biologische Auslese für längere Beine und Laufen. Und dann fingen sie an, mehr fleischartiges, proteinartiges zu essen, wie die heutigen Anthropologen sagen. Die haben dann geguckt, wo die Raben und Geier waren, kreisten. Und dann sind sie schnell hin, während die Löwen oder so, die gerade was gerissen haben, so eine Mittagspause machten. Da haben sich die noch schnell was geholt. Das sind so die Theorien heutzutage. Aber im Grunde genommen, was ich sagen will, ist, wir sind in unserer Art und Weise, also unseren Sinnen, unsere Greifwerkzeugen und so weiter, in der Mentalität sind wir von dem Wald und den Bäumen geprägt. Und wir reden noch immer von Stammbäumen und wir fühlen uns eigentlich wohl im Wald. In vielen Kulturen sieht man das Universum oder sah man das Universum als einen Baum. Organisch lebendes Gebilde mit den Ästen, 9 Ästen bei unseren Vorfahren und den Sibirien und den Indianern nach oben und 9 Wurzelebenen nach unten. Und wir leben auf der Ebene zwischen dem Wurzelreich und dem oberen Bereich. Und die Schamanen, die haben die Fähigkeit, nach oben zu gehen, in diese anderen Dimensionen, wo Götter und so weiter leben. Oder nach unten zu gehen, wo auch wieder bestimmte Gottheiten oder die Erdmutter, die Frau Holle und so leben. Also so hat man das Universum damals gesehen, als ein Baum. Wir sind Kinder des Waldes, wir sind Kinder der Bäume. Und es ist wichtig, gerade in der heutigen Zeit mit
wo wir so uns in virtuellen Realitäten verlieren und in Maschinen und wo wir von Cyborg-Wesen schwärmen und so weiter, ist es wichtig zu wissen, wo wir herkommen. 99% unseres Daseins als Gattung Homo, also Homo sapiens, haben wir, oder Homo erectus, haben wir gelebt als Kinder der Natur und vor allem Kinder des Waldes. Und das ist die letzten 10.000 Jahre von Sesshaftigkeit und Ackerbau ist nur eine kleine Blase. Und die moderne Welt, die so dominierende Maschinen-Elektronik-Welt, ist nur so kleiner Hauch. Wer weiß, wie lange das hält? Wer weiß was? Aber es ist wichtig zu wissen, wer wir sind, indem wir auch unsere Tiefen erkennen. So, und dann will ich noch was sagen zur Idee von Flow, also Fluss. Wie findet man den Fluss? Wie kommt man in den Fluss? Wie kommt man in das Wesentliche? Wie kommt man in das, wo man sich wohlfühlt, wo kreative Energien durch einen hindurchgehen können? Erstmals, man kommt in den Fluss, indem man sich nicht selber vormacht oder belügt, sondern indem man ehrlich mit sich selber ist. Und das ist ganz wichtig, indem man das macht, was einem wirklich interessiert. Das Wort Interesse ist sehr interessant, eins meiner wichtigsten Worte. Inter heißt so mittendrin und esse ist aus dem Lateinischen wie Essenz, das Wesentliche, im Wesentlichen sein. Im Wesentlichen ist es, wenn man sieht eine Blume und geht hinein in die Schönheit der Blume. Man geht dem nach, was einen interessiert. Man muss nur aufpassen, ist ein Unterschied zwischen dem, was einen interessiert und dem, was einen ablenkt oder fasziniert. Wenn man da wirklich in sein Wesen ist Interesse und dann kommt irgendeine Stimme. Hallo, hallo, hey, hey, hör mal zu, hey, 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 willst du mal was Tolles sehen hier, ein paar Titten oder so? Und, und dann ist man abgelenkt, das ist, nennt man Faszination, das kommt aus dem Lateinischen. Faszination und heißt zum Beispiel Penis des Teufels oder sowas. Und dann, verliert man den Weg. Also immer der wirklichen Interesse folgen. Und das ist manchmal gar nicht so schwierig oder so leicht. Manchmal ist es schwierig, manchmal ist es leicht. Aber im Grunde genommen ist das etwas, dass man sich nicht zu sehr ablenken lässt von dem Lauten und so weiter. Es gibt Leute, und das ist eine Verzauberung, dieses Ablenken. Und manche Menschen sind das ganze Leben lang abgelenkt von irgendetwas. Die sind nicht in ihrem Selbst, in ihrem göttlichen Selbst, sondern die sehen dann, sagen wir mal, einen Film und da ist Brad Pitt oder wer immer und so möchte ich aussehen. Ich mache mal so eine Brille an und style mich genauso. Ja, was ist man dann? Das ist unecht. Man ist im göttlichen Selbst, wenn man sozusagen echt ist und nicht irgendeiner Illusion aufsitzt. Oder Illusionen können auch Ideologien sein. Das klingt so gut. Ja, da mache ich mit. Und dabei weiß man gar nicht, mit was man mitmacht. Im Flow sein heißt auch nicht nur in der Interesse sein, sondern hier und jetzt. Jetzt, ich bin hier. Es heißt nicht, dass mein Geist irgendwo hängen geblieben ist. Ja, und das ist, wenn jeder in seinem wahren Wesen ist, in seinem Selbst und nicht in dem kleinen, verletzlichen, ängstlichen Ego, das immer etwas anstrebt und nachmachen will, dann gibt es Schwierigkeiten. Dann gibt es verletzte Gefühle und was nicht alles. Und besonders in der heutigen Zeit, das braucht man alles nicht. Wenn jeder seinem Wesen treu ist, im Fluss ist, dann ist es harmonisch. Und die Chinesen in ihrem Tao,
Lao Tse, der für mich der Weiseste, der je lebte. Er sagt, dann braucht es keine Gesetze, dann braucht es keine Regierung. Du machst, was richtig ist. Jeder macht, was richtig ist. Und die Gesellschaft funktioniert. Und der Kaiser hat nichts zu tun. Er sitzt nur da in der Mitte des Universums und meditiert. Und alle denken, ha, ist ja wunderbar, wie alles läuft. Sie brauchen keine Gesetze, Unterdrückungen, Polizei und so weiter. Ja, und das ist so der kosmische Flow. Auf dem kosmischen Hund.